Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Michas Stange. Und heute geht es ums Space Diner. Alien Space Diner. Einem GWP erhältlich seit dem 14. Mai 2024. Es hat 239 Teile und wird mit einem Äquivalentwert von 19,99 Euro angegeben bei Lego. Und das ist ein schickes Ding. Ein Anleitungsheft. Ich bin immer noch nicht so richtig glücklich mit den Anleitungen, dass sie so tun, als ob sie Farbe sparen draußen mit dem Einsparen von Design so ein bisschen. Es hat einen eigenen Look und so und man gewöhnt sich dran, aber so richtig gut finde ich es halt nicht. So, schauen wir uns das Set mal ein wenig genauer an. Wir haben hier ein kleines Diner. Es ist natürlich nur ein kleines Diorama. Aber in diesem Diorama sind wirklich nette Sachen versteckt. Oh, ich habe das Schild vergessen. Diner. Es gibt 3 Sticker. Ich habe sie sogar benutzt. Andere Leute sagen, ja, nein, nein, nein. Ich finde, das macht das Ganze auch ein bisschen schöner. Und ja, wir alle sind uns darüber einig. Prints wären cooler, aber nicht alles ist immer machbar. Aber wir wollen mal ein paar Sachen uns genau anschauen. So, das Schild, ja, das steht jetzt daneben. Aber sagen wir es mal so, weil einige Leute sich im Internet auch beschweren, oh, das ist doch kein Diner. Es ist ein Diorama eines Diners. Und es ist ein guter Anfang für einen Diner. Es sind viele Dinge da, die man gut benutzen kann. Und das schauen wir uns alles an. Und dieses Schild, ja, das ist nicht so toll, aber man könnte sich vorstellen, dass es zum Beispiel auf einem Asteroiden in der Nähe angebracht ist oder so. So, schauen wir uns noch ein paar weitere kleine Sachen an. Da fällt als erstes hier ganz groß im Vordergrund dieses Koch-Alien mit seinen Tentakeln an. Es hat hier ein Mikrofon. Ich denke, das hat was damit zu tun, dass hier hinten eine Jukebox steht und er nebenbei singt. Warum auch der Alien eine Kochmütze trägt? Naja, er ist ein Koch. Deswegen hat er hier auch einen Schneebesen im Tentakel und hier hat er noch ein weiteres Tentakel, auf dem er ein Tablett hält, auf dem ein Burger serviert wird. Und der Burger ist sehr, sehr schön gebaut mit Käse und Tomate und Fleisch und Salat und ja, unser Dreier-Serien. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das hier eine Fliege oder ein groteskes Maul sein soll. Ja. So, aber dann, das Alien steht hier auf so einer Drehplatte, nehmen wir einfach mal runter, dann kann man den Rest vom Diner etwas besser sehen. Da haben wir hier eine Sitzecke mit 2 Astronauten, einem in Orange, einem in Weiß, auf die kommen wir später noch zu sprechen. Und hinter ihnen ist hier, vor ihnen sind diese Gläser mit so Shakes, die sind gebaut. Die Art und Weise kennt man schon von vielen anderen Sets, vor allen Dingen aus Friends. Und dann haben wir hier hinten eine Scheibe. Und auf dieser Scheibe ist zum Beispiel einer der Sticker. Hier, da ist ein Mond oder so etwas drauf geklebt, damit man so denkt, ja, die sind wirklich im All. Fehlt halt noch irgendwie Hintergrund, der auch das Weltall darstellt. Leute, das ist euer Job. Lego muss man auch mal ein bisschen was selber kreieren. So, damit das Ganze ein bisschen spacig ist, haben wir hier eine kleine, aus sehr wenigen Teilen gebaute Rakete, aber sehr effektvoll so als Deko. Hier haben wir ein paar Sterne, ansonsten so ein weiß und rosa Design. So, die Sterne sind übrigens, ja, das ist so ein ganz, ganz helles Blau. Stein, also das hat schon was von so einem 50er-Jahre-Diner-Look. Oder ist 50er-Jahre-Diner-Look. Finde ich gar nicht schlecht. So, die Sitzecke finde ich auch schön gebaut. Und dann haben wir hier die Jukebox auch leicht rausnehmbar mit dem Menüschild oben drüber. Und dann haben wir hier so ein mittelalter Fenster als Lautsprecher. Dann hier könnte eine lustige Beleuchtung oder so sein mit transparenten Rundplates gemacht. Ein weiteres Sternchen hier. Hier ein großer Kotflügel vom Auto. Sehr, sehr schöne Teile verbaut. Kann man nicht anders sagen. Und ja, dann haben wir hier ein wunderbares weiteres Gimmick. Ja, da haben wir ein UFO.
erinnert mich sehr an die alte UFO-Reihe, die es mal ja gab. Da gab es auch ein UFO, das so Leute aufnehmen konnte. Jetzt haben wir hier eins, das eine Art Traktorstrahl über ein ganzes Haus raushaut. Das ist auch ja, sehr schön gebaut. Da haben wir zum Beispiel hier auch wieder so eine Verwendung eines Teils. Das hatte ich vor allen Dingen sonst bei Ninjago für Waffen verwendet. Hier oben BB-8s Koppelkopf, natürlich ohne Bedruckung, als Raumschiff. Ja, ist schon schön. Und hier das kleine Häuschen. Wenn man das wenn man eine Weihnachtselfe hat, es gab mal vor Jahren in so einer Sammelserie die Weihnachtselfe, da war ein Haus dabei, das in einer in so einer Art Schneekugel stehen sollte. Und da war zum Beispiel so eine Plate mit Bedruckung als Haus dabei. Wenn man das hat, könnte man das austauschen, dann sieht das noch ein bisschen mehr so aus. So, das steht hier auf einem Regal, da sind irgendwelche Sachen drin. Hier unten noch ein paar Schubladenschränke, hier ein Herd, auf dem was köchelt. Hier hinten eine Art Mixer, in dem ein Teil ist, das ist auch als Spare Part da. Die Spare Parts werde ich auch noch zeigen. Da haben wir hier dieses Teil, das ist eine Minion-Frisur. Sonst in schwarz, jetzt hier so in diesem hellen Orange oder dunklen Gelb. Das ist so eine Farbe, die dazwischen irgendwie ist für mich. Ich weiß nicht, wie sie offiziell genannt wird. Keine Ahnung, ob das jetzt eine Art Frucht darstellen soll, die gemixt wird. Oder ob das eine Fritteuse ist, in der die frittiert werden. Eine merkwürdige Space-Fritteuse. Ja. Hier haben wir auch noch eine Kasse. Und hier hinten, ganz, ganz merkwürdig, da liegt so eine, da ist so ein Ding hingelegt. Und das ist auf einer, auf so einem Zweidrittelstein. Kommt genau nur hier einmal drin vor. Genau dafür. Ich weiß nicht warum. Also da waren sie jetzt sehr verschwenderisch mit verschiedenen Teilen. Auch hier der gefließte Boden gefällt mir sehr gut. Macht diesen 50er Jahre Diner Look, American Diner Look, wirklich, wirklich gut komplett. Das ist wirklich, wirklich gut gelungen. Bauen wir die Dinger wieder an, damit sie nicht verloren gehen. Und ja, schauen wir uns jetzt erstmal nochmal ein paar von den Teilen an. Das sind eine ganze Menge Teile. Das Mikrofon, der Schneebesen, so ein Flämmchen, wie gesagt, die Haare, das Dächlein, diese ganzen Plates, ein Stern. Round Plate with Bar dran. Ein bedrucktes Teil mit Auge. Hier sind noch so ein Tentakelteil. Ja, also mein persönlicher Eindruck ist ja, dass das hier so die beliebten Teile der letzten Zeit sind. Die sind eigentlich ja immer dabei. Und auch dieses Teil finde ich gar nicht schlecht. Da kann man wirklich eine Menge mit anfangen. Einfach mal kreativ und auch in letzter Zeit ja häufig benutzt. Jetzt kommen wir mal zu den Minifiguren. Da haben wir einmal ein Mini-Männchen in Weiß und ein Mini-Weibchen in Orange. So. Klassik Space-Männchen-Look, aber es sind natürlich die neuen Molds für den Helm. Das heißt, hier der Steg ist breiter und sie haben oben deutlich sichtbaren Anpassungen. Sie haben natürlich keine Rückenbedruckung. Sie sollen ja aussehen wie echte Classic-Mini-Figuren. Und ja. Der Orangene war ja, ja, der war früher, den gab es schon einmal in so einem Buch über Minifiguren. Und da fehlt natürlich hier die Sauerstoffflaschen. Das finde ich auch ein bisschen schade. Ich weiß, die können mit Sauerstoffflaschen nicht in dem Sitzen sitzen. Aber es ist ja kein Grund, die Sauerstoffflaschen nicht beizufügen. Und ja, alle Menschen wären glücklicher. Nein, das heißt alle, aber viele, viele, viele Classic Space Fans wären einfach glücklicher, wenn ein Lächelgesicht das wäre, statt einen modernen Gesichtern. Die natürlich nicht ganz so spannend sind, die Lächelgesichter, aber trotzdem. So, das Lächelgesicht, gut, Lächelgesichtfiguren, da ist eigentlich kein Mangel. Das geht. Und ja, hier die Sauerstoffflasche, die kriegt man zum Beispiel aktuell in den Lego City Natur Explorer Sets, so dieses große Schiff mit dem Orca oder auch das kleine Schiff, das die Haie erkundet. So diese Reihe, die es da ja gerade gibt im City-Bereich, da gibt es die orangen Dinger. Das heißt, man kann sie auch bei Steine und Teile leicht bestellen, gar kein Problem.
nächsten Monat, also nicht das aktuelle, sondern das im nächsten Monat erscheinende Lego City Magazin beinhaltet ja auch einen Taucher, der hat auch genauso eine orangene Flasche, wenn man nur genau das Teil braucht und dementsprechend nicht so viel ausgeben möchte. Ist für 55 dann für das eine Teil immer noch eine ganze Menge, aber immer noch leichter als andere. Ja, das ist eine Idee. Na klar, den weißen, ja, weiße Sauerstoffflaschen gab es früher wie Sand am Meer. Ach, das Männchen insgesamt war nicht selten. So, passt. Ist nicht so leicht, die da hinzusetzen. So. Und auch den packen wir mal wieder hier rauf. Da haben wir das Diner und haben das Männchen ein bisschen verändert. Weil, wie gesagt, viele Classic Space Freunde, die so die Figuren in verschiedenen Farben sammeln wollen, ja, man kann ihn sich so genau hinbasteln, dass er aussieht, wie man es gerne hätte. Sind wir alle glücklich und ja. Also ich finde, das ist ein sehr gelungenes GWP. Es ist natürlich kein komplettes Gebäude als Diner, aber dann wären wir wahrscheinlich auch eher bei 40 Euro und dann wären wir bestenfalls bei, gibt es dazu bei einem Kauf von 200 Euro und jetzt 100 Euro an sich, egal welche Themenreihe, das ist doch mal eine schöne Methode, wie man da rankommen kann. Ja, also mir gefällt das Set, das ist ein schönes Standalone, das kann jetzt eine Weile auf meinem Schreibtisch stehen oder dann vielleicht ins Bücherregal wandern und damit bis zum nächsten Mal.